Heute ist der Tag der Entscheidung. Hallo Leute und willkommen hier bei MeApplekit. Ja, heute ist der Tag der Entscheidung für mich, ob ich mein altes iPhone 10 weiterhin noch benutzen werde oder ob ich wechsle auf das neue iPhone 11 Pro. Denn das Gerät habe ich jetzt eine Woche lang hier ausführlich testen und benutzen können und ja, ich will heute quasi so ein kleines, man kann sagen, eine Art Review euch geben. Ich erzähle, was ich hier gut finde beim iPhone 11 Pro, was ich jetzt nicht so gut finde und ob es mich so weit überzeugen konnte, vom iPhone 10 jetzt auf das 11 Pro rüber zu wechseln. Also legen wir mal los. Ich packe das iPhone 10 einfach mal hier zur Seite und wir reden mal etwas über das iPhone 11 Pro. Erstmal, ich habe das Ding nicht einmal geputzt in dieser einen Woche und habe es einfach immer so benutzt, ganz ohne die Hände sauber zu machen, ohne hier mal drüber zu wischen. Das erwähne ich deswegen, denn wir gehen mal hier auf die Rückseite. Ja, schaut euch mal hier die ganzen Fingerabdrücke an. Das sieht, ja, sieht echt sauber aus, oder? Also diese neue matte Rückseite, dieses Frosted Glass, was hier hinten drauf ist, das steht auf jeden Fall auf der Plusseite vom neuen iPhone Pro. Finde ich super. Sieht sehr schön aus. Fühlt sich sehr edel an, ein klein bisschen rutschiger als hier beim iPhone 10, diese glatte Rückseite, aber das angenehme Gefühl überwiegt und vor allem, ja, man sieht keine Fingerabdrücke, außer, ja, man toucht mal hier auf das Apple-Logo drauf, da sieht man dann schon direkt, wenn man da einmal drauf toucht, da ist der Fingerabdruck sofort zu sehen, aber hier nebendran, nee. Also, das bleibt wunderbar sauber. Eine sehr schöne Sache für alle die, die das Ding hier ohne Case benutzen wollen. Also die Rückseite, die gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser als die hier beim iPhone 10. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Reden wir direkt nochmal weiter über die Pluspunkte, die mir hier gut gefallen haben. Und das sind die Lautsprecher. Ja, hier, wir haben ja auch hier Stereo-Lautsprecher. Einmal hier aus der Ohrmuschel raus und einmal natürlich hier unten nochmal den zweiten Lautsprecher raus. Und die sind deutlich besser geworden. Also, ich sag mal, das hier waren ja keine schlechten Lautsprecher beim iPhone 10 und genauso beim iPhone 10s. Aber im direkten Vergleich werden die Lautsprecher hier beim iPhone 11 Pro nochmal eine ganze Ecke lauter und vor allem sie scheppern so gut wie gar nicht. Auch bei sehr lauter Lautstärke, ja, fangen die Dinger fast nicht an zu scheppern. Ich spiele euch mal ein kleines Video vor. Hallo Leute und willkommen hier bei MeApplekit. Ja, dann wollen wir mal loslegen hier und schauen uns die neue Kamera vom iPhone 11 Pro an. Was kann die heilige Dreifaltigkeit hier leisten? Bringt der Weitwinkel wirklich was? Was kann der Nachtmodus und wie schlägt sich das neueste Flaggschiff von Apple gegen ein 2 Jahre altes Gerät, also das iPhone 10? Wie groß sind die Unterschiede? Lohnt sich ein Upgrade? Diese und vielleicht noch ein bisschen mehr Fragen hoffe ich heute für euch klären zu können mit einigen Videos und einer ganz... Und es ist natürlich schwer rüberzubringen, aber ihr könnt mir glauben, das hier sind die besten Lautsprecher, die ich je an einem Smartphone gehört habe. Die werden sehr, sehr laut und ja, sie verzerren eben ziemlich wenig oder fangen erst so ab, sage ich mal, 90% vielleicht an, ein klein bisschen zu verzerren. Aber die 90% Lautstärke, wo das hier anfängt zu verzerren, entspricht dann quasi schon 100% hier, sage ich mal so, in etwa am iPhone 10. Und das fängt dann auch schon bei 90 an zu verzerren. Also die Lautsprecher sind kurz gesagt einfach super laut, klar und machen einen prima Job. Tja, und natürlich müssen wir hier auch noch über die Kameras reden, denn auch die fand ich echt gut. Ich war hier ein bisschen skeptisch. Erstmal, ja, der optische Eindruck hier mit der Triple-Kamera auf der Rückseite, mit der, ich sag mal, normalen Kameralinse, dann hier der zweifachen Zoom-Linse. Ja, so kennen wir das ja auch schon hier vom iPhone 10. Und dann hat sich rechts hier noch die Weitwinkellinse dazugesellt, oben drüber der Blitz. Und vom Design her, ich habe es ja schon gesagt beim Unboxing, es sieht deutlich besser aus als auf den Leaks. Ich finde es eigentlich okay mittlerweile. Ich habe mich da echt in der Woche dran gewöhnt und finde das gar nicht mehr so schlimm oder so schrecklich wie am Anfang. Ich finde, das sieht okay aus. Man könnte es vielleicht noch ein bisschen schöner lösen, aber hey, komm, es ist in Ordnung. Kann man so machen. Aber es geht ja vielmehr noch um die Qualität der Kamera und die war echt gut. Ich habe euch ja bereits mein Testvideo gezeigt hier zur Kameraqualität, aber kurz gesagt, es ist eine feine Sache. Ich habe mir mehr Zoom gewünscht, habe dafür aber hier einen Weitwinkel bekommen, also hier zweifach optischer Zoom. Dann hier die normale Linse und dann unser Weitwinkel. Und das ist eine feine Sache, der Weitwinkel. Doch, muss ich echt sagen, da kann man schöne Aufnahmen mitmachen, schöne Spielereien machen, tolle Perspektiven finden. Also ich habe mich da so ein bisschen rein verliebt in diesen Weitwinkel. Obwohl ich dennoch hoffe, dass wir nächstes Jahr dann nicht nur hier einen zweifachen Zoom bekommen werden beim iPhone
12 oder wie Sie es auch immer nennen wollen, sondern vielleicht mal einen Fünffach-Zoom. Das wäre eine feine Sache und der Weitwinkel, der soll uns erhalten bleiben. Also von den drei Linsen her, finde ich, ist das eine schöne Geschichte. Was hier allerdings noch auffällt, ist, wenn man hier mal so durchzoomt und man ist jetzt hier im Weitwinkel und landet hier bei der 1, dann sieht man dort durchaus, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, einen leichten Unterschied so im Weißabgleich, denn dort wechseln wir ja von einer Linse auf die nächste Linse. Genau das gleiche, wenn wir hier zum zweifachen Zoom kommen, auch dort sieht man einen leichten Unterschied, wenn man zwischen den Linsen wechselt. Also Apple hat zwar gesagt, das wurde kalibriert und der Unterschied ist auch wirklich nicht besonders groß, aber gerade hier von der Weitwinkel zur Normalkamera kann man das einigermaßen erkennen, aber dennoch eine sehr schöne Erfahrung. Schaut euch das mal an, wie man hier reinzoomen kann. Das ist doch mal richtig cool. Zehnfach natürlich digitaler Zoom und dann ab in den Weitwinkel. Einfach gut und toll gelöst hier von Apple. Genau das gleiche gilt auch für den Nachtmodus, also wo man hier die Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen machen kann. Also echt, echt prima. Das hat mich schwer beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich keine neue Erfindung, habe ich in meinem Kameratest schon gesagt von Apple, aber sie haben es schön umgesetzt. Mit meinem iPhone 10 habe ich hier nichts mehr erkannt und da war hier alles nur schwarz, der ganze Bereich. Also die Kamera bei Nacht, ein Traum. Also wirklich, da kann man jetzt Fotos machen, von denen konnte man vorher nur träumen. Das hat mir also auch sehr gut gefallen. Die Rückseite, die Lautsprecher, die Kamera. Und dann kommen wir mal noch zu einer ganz wichtigen Sache. Und zwar hier zur Batterie, die Akkulaufzeit. Meine Güte, also Apple hat ja gesagt, im Vergleich zum iPhone XS beim normalen iPhone 11 Pro, ja, 4 Stunden mehr Akkulaufzeit. Ich kann euch das jetzt hier nicht auf die Stunde oder auf die Minute genau sagen, aber ich kann euch vom Gefühl her sagen, das Ding hält gefühlt ewig durch. Also, da habe ich mir Videos mit angeschaut, Stunden um Stunden um Stunden. Ich bin beim Video gucken eingeschlafen, das Ding ist durchgelaufen, fast die ganze Nacht und da war der Akku immer noch nicht leer gewesen. Also, wirklich eine sehr, sehr gute Akku-Performance. Also, muss ich so sagen, doch, eine echt gute Akku-Performance, Freunde. Da braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen. Das im Vergleich zum iPhone 10 hier beim Akku, da merke ich einen deutlichen Unterschied. Da ist der 10er Akku, okay, der ist auch schon fast 2 Jahre alt, aber dennoch in einem sehr guten Zustand. Ich zeige es euch mal. Ich bin nämlich hier noch bei 95% nach 2 Jahren. Ja, vorsichtiges Laden macht es möglich. Aber man merkt eben schon, der Prozessor hier ist wahrscheinlich hungriger. Klar, die Akkukapazität ist auch geringer. Und hier haben wir einen größeren Akku drin und der hält und hält und hält. Also macht euch keine Sorgen, den bekommt ihr am Tag normalerweise nicht leer. Es sei denn, ihr, keine Ahnung, macht ihr irgendwelche intensiven Spiele oder zockt die ganze Zeit und dann könnt ihr den vielleicht leer kriegen, relativ schnell. Klar, wie bei allem, aber so bei normaler Nutzung, also ich würde damit locker mal 1,5 Tage durchkommen. Also akkumäßig auch eine richtig prima Geschichte. So, das waren jetzt schon mal alle Dinge, die mir hier echt gut gefallen haben am iPhone 11 Pro. Was hat mir denn jetzt nicht so gut gefallen? Naja, schaut mal von vorne drauf. Was sehen wir? Wir sehen, klar, wir haben immer noch die Notch. Die ist genauso groß wie schon beim iPhone 10 und beim iPhone 10S. Ja, da hätte ich mir irgendwie eine kleine Veränderung gewünscht, dass das auf jeden Fall ja ein bisschen kompakter würde, das hier. Sie hätten zum Beispiel die Ohrmuschel mal hier oben ranpacken können in den Rahmen, wie wir das von anderen Modellen her kennen. Dann das Ganze hier noch ein bisschen zusammenschieben, dann hätte man das schon mal, sage ich, um 1/3 reduzieren können. Irgendwie sowas, Apple, gebt mir was, gebt mir ein bisschen mehr Screen, gebt mir einen Unterschied auf der Vorderseite, dass ich sehe, dass das hier ein neueres Gerät ist. Also, ich sag mal, der Screen, der ist echt gut, aber die Veränderung, die gefällt mir nicht. Und zwar die fehlende Veränderung, dass wir dort mehr Screen-to-Body-Ratio haben. Also das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Dann bleiben wir mal hier oben. Face ID. Ist das wirklich besser geworden? Sie sagen ja, es ist schneller geworden, aber ich muss sagen, ich habe hier keinen großen Unterschied bemerkt, außer dass man ja vielleicht einen kleinen minimalen Geschwindigkeitsunterschied sehen kann und dass Face ID jetzt einen größeren Radius hat, einen größeren Winkel, also wenn das Gerät dann auch mal so auf dem Tisch vor euch liegt und ich probiere es mal eben gerade aus, wenn das auf dem Tisch liegt und ich schaue hier so ein bisschen hinter der Kamera hervor, tipp mal drauf und dann sehen wir, das iPhone 10 hat es nicht geschafft, aber das iPhone 11 Pro konnte hier entsperren, also das ist da nochmal ein Unterschied, dass dort der Winkel und der Radius größer geworden ist, ist eine nette Sache, aber ganz ehrlich,
keine entscheidende Geschichte. So viel merkt man davon nicht. Ebenfalls finde ich es schade, dass wir immer noch Lightning haben, denn ich hätte mir doch schon gewünscht, dass wir endlich mal auf USB-C jetzt wechseln, damit diese Fragmentierung zwischen Android und den iPhones und den MacBooks mit den ganzen unterschiedlichen Kabeln, dass das endlich mal wegfallen sollte. Schließlich haben wir doch schon ein USB-C-Kabel mitbekommen, also zumindest hier auf der einen Seite, allerdings dann nochmal hier den Lightning-Anschluss auf der anderen Seite. Ja, Apple geht da ziemlich langsam voran, diesen Wechsel zu machen. Wahrscheinlich gäbe es auch viel Aufgeschreie, weil das ganze Zubehör nicht mehr richtig passen würde. Aber ich denke, das wird kommen, hoffentlich endlich nächstes Jahr, dass wir dort vereinheitlichte Standards bekommen. Und man muss nicht immer hier mehrere Kabel mit rumschleppen, sondern hat dann ein USB-C-Kabel dabei. Das geht fürs MacBook, das geht fürs iPhone, fürs iPad, für Android-Geräte, für Powerbanks. Ihr wisst, was ich meine. Ah, übrigens, noch eine Sache, die mir gut gefallen hat. Das neue Ladegerät. Hier, dieser 18 Watt Charger, das 18 Watt Ladegerät. Prima Sache. Also das lädt das iPhone hier echt flott im Vergleich zum 5 Watt Ladegerät, was hier beim iPhone 10 ja immer noch dabei ist oder bei allen anderen iPhones, außer bei den Pro-Modellen. Ja, den finde ich gut. Ein schöner neuer Lader, der das ziemlich flott macht, das Ganze. Dann komme ich noch zu einem neutralen Punkt und das ist für mich die Alltagsperformance, denn ich merke da nicht wirklich einen großen Unterschied. Also wenn ich jetzt hier mal vergleiche iPhone 10 zu iPhone 11 bei den Sachen, die ich üblicherweise mache, hier mal Kamera öffnen, Fotos schießen, Nachrichten schreiben, Social Media, hier YouTube anschauen, all diese Geschichten, das klappt einfach bei beiden Geräten prima, schnell, flott und flüssig. Also da merkt man beim iPhone 10 noch nicht wirklich, dass das irgendwie in die Jahre kommt, nach gerade mal 2 Jahren. Es ist ja nicht so ein großer Unterschied. Natürlich die rohen Zahlen, die sprechen was anderes. Ich habe ja hier den Geekbench oder den Benchmark-Test bereits gemacht. Vielleicht habt ihr ihn gesehen, ein extra Video in meinem Kanal. Da sieht man natürlich, dass hier wesentlich mehr Power drin steckt mit dem neuen Prozessor. Aber so bei der Alltagsperformance, das merkt man nicht so wirklich. Also das ist für mich ein neutraler Punkt und kein Punkt, wo ich gesagt habe, oha, ja, das geht aber jetzt hier wesentlich flotter von der Hand als vorher. Tja, und dann kommt natürlich noch die Preisdiskussion jetzt zum Schluss, denn ich will ganz ehrlich sein, die hat natürlich auch einen entscheidenden Einfluss gehabt, ob ich jetzt das Teil hier behalte oder ob das iPhone zurück in die Packung wandert. Und die Preise sind ja etwa gleich geblieben. Also ich glaube 1149 für die 64 GB Variante, 1300 und ein paar zerquetschte für die 256 GB, so wie ich das auch hier beim iPhone 10 habe. Und dann gibt es auch noch die 512 GB Variante, die einfach nur brutal teuer ist. Und ja, da muss man natürlich überlegen, reicht das jetzt aus, diese Positivpunkte, um nochmal so viel Geld auf den Tisch zu legen und vom 10er auf das 11er zu wechseln? Oder sage ich, das 11er reicht mir noch und ich warte noch ein Jährchen und schaue da mal, was nächstes Jahr beim iPhone rauskommt? Und naja, jetzt kommt die Entscheidung, behalten oder nicht behalten, und ich mache es ganz schnell. Ja, ich behalte mein iPhone 10. Ja, wer hätte es gedacht? Ich behalte mein iPhone 10 und das nicht, weil das iPhone 11 Pro ein schlechtes Gerät ist. Auf gar keinen Fall. Das ist ein super Gerät. Wirklich das beste iPhone, das Apple hier vorgestellt hat. Wie sie es ja jedes Jahr sagen, das beste iPhone aller Zeiten. Klar, es ist das beste Gerät. Akkulaufzeit, Lautsprecher, Kamera, alles super. Aber ganz ehrlich, das iPhone 10 ist einfach noch zu gut. Es ist zu gut. Es gibt mir einfach keinen echten Grund, so viel Kohle in die Hand zu nehmen, um hier nochmal zu wechseln. Also bleibe ich nochmal ein Jährchen hier bei meinem iPhone 10. Das leistet mir echt gute Dienste. Ich bin sehr happy und zufrieden damit. Noch immer ein sehr revolutionäres Gerät, wie es damals rausgekommen ist mit dem neuen Design, was immer noch frisch und super ist. Und ich hoffe dann nämlich, dass nächstes Jahr nach diesem, ja ich sag mal, 3-Jahres-Zyklus ein deutliches Redesign kommt. Man hört ja schon solche Gerüchte, dass sich das neue iPhone, ich sag jetzt einfach mal iPhone 12 dann, vom Design her mehr am iPhone 4 und 4S wieder orientiert. Wir werden also vorne Glas haben, hinten nochmal Glas haben und dann Stainless Steel an den Seiten. Aber ich vermute mal, wahrscheinlich dann nicht mehr so abgerundet, sondern eher ein bisschen kantiger wieder, wie eben früher bei dem iPhone 4 und 4S. Und ja, ich denke mal, die Notch wird entweder dann endlich kleiner werden oder vielleicht verschwinden. Wer weiß, vielleicht geht Apple ja wieder hier auf einen In-Display-Fingerabdruckscanner zurück, oder das heißt zurück auf den Fingerabdruckscanner, der unterm Display dann liegt und vielleicht hier eine größere Fläche abbildet, dass man hier irgendwo dann draufdrücken kann, und Face ID ist bis dahin dann verschwunden. Wer weiß es, wir werden abwarten. Auf jeden Fall warte ich noch ein Jährchen ab, hier mit meinem iPhone 10, und das iPhone 11 Pro geht, auch wenn ich mich ein bisschen schwer davon trennen kann, gerade hier von der schönen Rückseite.
Webseite. Ja, es geht da nochmal zurück an Apple, denn es hat mich nicht, sage ich mal, für 1300 Euro überzeugen können, so viel besser zu sein wie mein älteres iPhone 10. So, wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, ich behalte mein iPhone 10? Wer hätte gedacht, ich behalte das iPhone 11 Pro? Stimmt doch mal ab, ich werde hier so eine kleine Abstimmung oben reinbasteln. Sagt mir mal, was ihr gedacht hättet, ob ich hier das Neue behalte, weil neu einfach immer besser ist, oder ob ich sage, hey, komm, ich bleibe nochmal hier beim iPhone 10. Ganz ehrlich, Freunde, noch eine Sache, die iPhones sind ja doch, oder generell, die iPhones haben ein bisschen damit angefangen, aber die Smartphones sind ja schon brutal teuer geworden, wenn man ab 1000 Euro aufwärts, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, mein Gott, das sind Preise, das tut schon richtig im Geldbeutel weh. Und da kann man dann auch mal 3 Jahre warten, bis man ein Upgrade macht, meiner Meinung nach. Denn die Geräte sind auch so gut, dass man die auf jeden Fall, die iPhones, dass man die locker mal 3 Jahre behalten kann. Man bekommt Software-Updates und die laufen immer noch 1A. Von daher, wenn man so viel Geld ausgibt, dann darf das ruhig auch mal 3 Jahre lang halten, damit es eben nicht ganz so böse in den Geldbeutel reinschießt. So, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, Freunde. Also, das iPhone 11 Pro geht etwas schweren Herzens zurück, aber meine Kreditkarte wird sich freuen. Das iPhone 10 bleibt mir erhalten. Tja, Leute, und das war's dann. Ich hoffe, ihr hattet dennoch etwas Spaß an meiner Videoserie zum iPhone 11 Pro. Ich habe ja hier das Unboxing im Kanal gezeigt. Wir haben den Benchmark-Vergleich gemacht und gezeigt, wie viel Power hier im neuen Prozessor drinsteckt und natürlich den ultimativen Kamera-Vergleich mit Nachtmodus. Und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze hier auszuprobieren. Zu testen, und jetzt werde ich das Ding zurückschicken. Bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut!